heute wieder ein neues Video für euch. Und heute haben wir traumhafte, wunderschöne Ballkleider bei Wish bestellt. Es steht offen, ob sie wirklich traumhaft und wunderschön sind. Meine Erwartungen sind hoch. Auf jeden Fall waren sie schon mal günstig und wir mussten ungefähr 3 Monate darauf warten, bis sie alle angekommen sind. Deswegen haben wir nicht mehr ganz so viel Plan, was wir da eigentlich ausgesucht haben, beziehungsweise ich. Ich habe die Kleider ausgesucht für uns beide. Sarina kriegt eine Überraschungstüte von mir. Ich kann euch gar nicht sagen, wie wunderschön sie auf Wish aussehen. Wir werden euch auf jeden Fall immer das Bild von Wish einblenden, damit ihr Vorstellung versus Realität die knallharte Wahrheit zu sehen bekommt. Abonniert doch super, super gerne unseren Kanal. Einfach unter dem Video auf Abonnieren klicken. Das ist natürlich kostenlos und ihr würdet uns eine riesengroße Freude damit machen. Und dann seid ihr mit dabei in der Vicky Sarina Fam. Schauen wir bitte endlich in die Pakete rein. Yes. Diese Pakete warten hier einfach schon ewig und ich bin seit dem ersten Tag, an dem die angekommen sind, gespannt, was da drin ist. Weil Vicky hat alles ausgesucht und ich habe noch keinen Plan von irgendwas. Ich habe schon ein Messer. Ich habe eine Schere irgendwo. Schere, war keine Lüge. Hast du eigentlich selbst eine Ahnung, was da drin ist? Traumkleider. In dem Paket sind erstmal noch mehr Pakete. Richtig viel. Vielleicht sind das so DIY-Kleider zum Selbst zusammennähen. Bitte nicht. Das sind ja 1 Million Kleider. Wie viel hast du denn bestellt? Nicht so viele. Vielleicht ist das irgendwas anderes, was ich vergessen habe, was ich bestellt habe. Okay, wir gucken einfach mal rein. Das sieht aber nach einem Cinderella-Kleid aus. Glitzer. Weißt du, was ich vermute? Die haben uns ein paar gratis geschenkt. So viele habe ich doch gar nicht bestellt. Ich kann mich daran nicht erinnern. Das sieht aber nicht nach einem Kleid aus. Irgendwie nicht. Was ist das? Ich bin verwirrt. Das ist eine Lampe? Hast du doch keinen Lampenschirm bestellt. Ist das für mich? Ja. Ich glaube, es ist kritisch, wenn man nicht mehr weiß, ob man das wirklich bestellt hat. Ich weiß, was das ist. Das hat Sarina bestellt. Ist das nicht so ein Teeservice-Halter? Ja, das habe ich zu dir schicken lassen, weil, ja. Weil du öfter bei mir bist als bei dir? Liegt's vielleicht daran? Dein Teeservice kannst du schon selbst aufbauen. Oh, hier ist noch was, was eigentlich kein Kleid ist. Wenn ihr alle unsere Videos immer aufmerksam guckt, dann kennt ihr das, was da drin ist. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ein Kätzchen! Aber das seht ihr nochmal in einem anderen Video. Ich habe mir gleich das Cinderella-Kleid geschnappt. Ich finde es so, so cool. Das sieht echt hübsch aus. Hat hier oben so ein gesticktes. Ist das gehäkelt? Ist das gestickt? Gehäkelt. Es ist gehäkelt, sagt der Profi. Ja, es ist gelb. Es sollte Gold sein. Und es sieht aus wie Pancake. Probieren wir es an und vergeben wir Sterne. Los geht's. Klopf, klopf. Bist du soweit? Wenn ich das Kleid verliere, sagt ihr mir Bescheid, ja? Es ist zu groß. Ja. So sollte das Kleid aussehen. Und so sieht es aus, na? Naja. Es ist jetzt nicht total hässlich, aber es sieht halt aus, als hätte es so 3 Euro gekostet. Ich finde, es glitzert super schön. Hier ist so eine Welle, also hier ist eine Kurve. Ich glaube, das ist so ein Fehler, schon mal in der Naht oder so. Den Glitzer finde ich schon mal sehr schön. Das Glitzer, die Glitzer. Die Glitzerei. Die Glitzerei ist super. Und der Stoff fällt eigentlich auch ganz schön. So sehr sanft. Nicht so pompös, sondern eher sanft. Hallöchen! Ich habe das Kleid an und ich finde es eigentlich ziemlich gut. Hier oben ist es so ein bisschen locker, aber das liegt eher an mir, nicht am Kleid. Aber sonst, ich finde den Stoff ganz schön, es gehört eigentlich gebügelt. Dann wird es natürlich noch ein bisschen glamouröser aussehen. Eigentlich finde ich es super hübsch. Ich mag dieses, wir haben eben gelernt, es ist gehäkelt. Schon wieder vergessen, oh Mann. Ich finde die Farbe sehr schön und ich würde es tatsächlich draußen so anziehen. Also auf einem Ball würde ich mit diesem Kleid gehen. Was sagt ihr? Eigentlich müsste ich dazu jetzt noch Cinderella-Schuhe anziehen. Einen glitzernden aus purem Silber. Aber nur einen. Eine Zehe muss ich mir abschneiden oder so ähnlich. Oder wie war das im Märchen? Ich ziehe dann mal als nächstes das an. Ich nehme weiß, schneeweiß. Was genau ist das? Du siehst aus wie diese eine von Herkules. Oh, die mit dem Zopf. Ja, irgendeine. Herkulesine. Ich fühle mich nicht so wohl. Du kannst eine römische Gattin sein. Was sagst du zur Farbe? Auch irgendwie nicht so ganz deine Farbe. Also ohne dich jetzt hier kränken zu wollen. Ich finde, es ist ein bisschen groß vielleicht. Ein bisschen offenherzig. Und das frage ich mich, was ist das? Warum wächst das hier mir ein zweiter Arm? Nein, ich habe 2 Arme. Ein dritter
Und ein vierter. Ich glaube, der Designer hat sich dabei was richtig Cooles gedacht, aber es hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Hey Bro, du hast es versucht. Vielleicht beim nächsten Mal. Entschuldigung, du findest dein Kleid freizügig? Willst du mal meines sehen? Schau dich nicht hier an! Tada! Also hier, das ist so ein Body als Unterkleid und drunter ist nichts außer ein Body. Und Sarina hat gesagt, ich sehe aus wie Lady Gaga. Yo, Lady Gaga! Gib mir mal das Mikrofon, bitte. Oh nein! Wie bitte? Hast du gerade oh nein gesagt? The Bluetooth device is ready to pair. Okay, it's ready. Hallo? Hey, das geht überhaupt nicht. Hallo? Hallo? Wenn du willst, darfst du meine Background-Tänzerin. Hallo? 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 Und hier sind sie, Lady Victoria! Dann darfst du dann so machen. Oh nein! Entschuldigung, Lady Gaga, es tut mir leid. Papa, Papa, Lucy. Diese Peinlichkeit muss ein Ende haben. Können wir mal was zum Kleid sagen? Ich finde diese Zubindeart hier oben irgendwie süß. Mir gefällt es bis jetzt am besten, außer dass du halt, ja, ein bisschen nackig. Es ist auf jeden Fall special. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, würdet ihr euch trauen, das Lady Gaga-Kleid anzuziehen auf einem Ball? Auf einer Hochzeit würde ich es vielleicht nicht empfehlen, außer es ist eure eigene Hochzeit. Dann do it. Auf einem Ball? Würdet ihr so zu einem Ball gehen? Wie sieht denn mein Po da drin eigentlich aus? Kleid Nummer 5. Das ist sehr dezent und ich finde es eigentlich sehr, sehr schön. Aber es gibt da so einen kleinen Nachteil. Das ganze Glitzer ist gleich nicht mehr am Kleid. Hier sieht es aus wie in der Glitzerfabrik. Das ist wie ein Sandstrand aus Glitzer. Aber sieht eigentlich gut aus, oder? Ich finde das süß. Und wofür würdest du es anziehen? Ja, auf einem Ball. Das sind doch Ballkleider. Aber es sieht so ein bisschen aus wie ein Nachtkleid. Es könnte auch der Federball sein. Ja, ich kaufe mir ein Schloss, kaufe ich mein Himmelbett und das Kleid dazu habe ich schon. Dir auf jeden Fall gut. Ich finde, dieses Gold-Glitzi-Glitzi kannst du tragen. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr es erahnen? So ungefähr sieht es hier überall aus. Yes. Peace out. Jetzt kommt wieder Vicky. Eigentlich will ich es noch gar nicht ausziehen, aber wir haben ja noch mehr. Deswegen, ich ziehe es einfach später wieder an. Hä, wo ist denn hier oben? Und wo ist denn hier unten bei diesem Kleid? Ich glaube, mein Kleid ist ein Rock. Warte mal. Das sieht doch sehr pompös aus. Gibt es einen Grund, dass immer ich diese Kleider anziehen muss, wo einfach das so aussieht? Könntest du bitte zumachen? Das ist schon zu? Ja, das ist zu. Aber das ist ein bisschen, ein paar Kilometer zu groß irgendwie. Also meins passt auf jeden Fall. Mann, ich bin ein bisschen traurig. Das ist das hässlichste Kleid von allen. Und so sollte es eigentlich aussehen. Na? Was für ein Fail. Ich glaube, das ist das hässlichste von allen bisher. Es ist wirklich nicht so schmeichelnd. Ich bin traurig. Was sagst du zu meinem? Den Stoff finde ich aber mega cool. Sieht aus wie eine Meerjungfrau. Ich glaube, es wäre eine sehr gute Idee, einfach den Stoff zu nehmen und daraus was Neues zu nähen. Umnähen! Das wäre ein BFF-Battle! Wer macht das bessere Ballkleid aus Wish-Ballkleidern? Auf jeden Fall mache ich hier hinten gleich so einen Knoten. Dann sieht es schon mal ein bisschen besser aus. Ja. Wem ist eigentlich aufgefallen, dass hier plötzlich ein neuer Stuhl steht? Ich habe Insta-Fotos gemacht. Original und Wish. Was sagt ihr? Wir haben hier ein ernstzunehmendes Problem. Ah, es ist eine Spinne. Und ich muss sie wegmachen. Im Ballkleid. Das ist übrigens unsere Werkstatt hier, falls sich jemand fragt. So, ich brauche irgendwas, womit ich sie einfange und nach draußen bringen kann. Vicky, du bist so mutig. Auch eine Prinzessin muss sich mal ausruhen. Vor allem, wenn diese Prinzessin Sarina heißt, dann ist Ausruhen ihre Lieblingsbeschäftigung. Ach, man bringe mir Weintrauben und ein Palmenblatt. Okay, und was ist das jetzt hier eigentlich noch? Also, das ist schon ziemlich lame, Leute. Oh, ich glaube, das hat so Schultern. Cool. Hallo, meine Damen und Herren. Willkommen bei der diesjährigen Lottoziehung. Das hier, komm mal rein, Billy, komm mal rein. Billy ist auch drin. Irgendwie gibt mir dieses Kleid ganz besondere Vibes. So ein bisschen wie ein Debütantinnenball in Amerika, in Massachusetts. Aber das sieht besser aus als unangezogen. Ich bin, glaube ich, ein Fan. Ich fühle mich so royal. Ja, ich bin auf die
Farbe ganz cool und ich mag diesen Ausschnitt sehr, sehr gerne. Und ich neige immer dazu, irgendwelche komischen Bewegungen zu machen, wenn ich Ballkleider anhabe. Geht nie mit mir auf einen Ball, ich werde euch blamieren. Also, jetzt bin ich ein bisschen traurig, weil ich kann jetzt gar nicht auf einen Ball gehen. Ich kann das jetzt zu Hause jeden Tag anziehen, aber ich kann damit nicht auf einen Ball gehen, weil es gibt ja keine Bälle. Sie fühlt's. Danke, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Welches der Kleider hat euch am besten gefallen? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.